und die Eingänge da vorne. Die sind direkt in der Straße. Aber Alter, da ist nichts mehr mithalten. Jetzt noch mal kurz hier. Freier Anblick. Skier stehen hier an der Wand. Schon mal einen anderen Flügel gesehen. Und hier eine alte Tür. Man zeigt, wir sind hier im Küchenbereich. Na, ich wollte schon sagen, eine Marmortreppe. Es ist eine Marmortreppe. Ja, hier war mal das Bett, was sich völlig aufgelöst hat. Ist eine Marmorzahnpasta. Ist gut. Mahlzeit Leute, willkommen auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gibt es mal einen kleinen Beginn des Videos im Auto, weil ich fahre jetzt zu einer bestimmten Villa. Ich muss noch, ich glaube, 20 Minuten fahren, genau. Ist irgendwo mitten in der Ortschaft, nebenan sind auch noch bewohnte Häuser und ja, es ist eine ganz bekannte Villa. Ihr werdet es dann sehen, weiter wenn ich drin bin. Geradeaus, etwa 15 Minuten. Ja, 15 Minuten geradeaus und dann nochmal irgendwo rechts, links. Ja, ich muss gucken, wo ich mich parke, weil, wie gesagt, ich bin mittendrin. Und ich habe Bilder davon gesehen. Die Villa, die sieht noch oder sah zumindest noch sehr schön aus. Ich glaube, dass die irgendwo auf einer Karte auch gelandet ist. Von daher habe ich zumindest gelesen. Von daher werden die Bilder jetzt nicht mehr so schön sein. Aber dadurch, dass es halt irgendwo mittendrin liegt in der Stadt, hoffe ich, dass da nicht allzu viele hinkommen. Dass da im Endeffekt jetzt nur, ja, ich sag mal, die hingehen, die auch noch dem Ort so ein bisschen Respekt abgeben und Vandalen, dadurch, dass halt direkt nebenan Nachbarschaft ist, nicht allzu viel da sind. Es wird sehr wahrscheinlich alles ein bisschen durcheinanderer sein, als wie auf den Bildern, die man so kennt. Aber ja gut, deswegen fahre ich ganz einfach hin. Ich bin ja in der Ecke. Schauen wir uns ganz einfach zusammen an. Ich hole euch dann zu gegebener Zeit wieder raus. Bis nachher. So Leute, Adrenalinspiegel steigt. Ich habe jetzt einen Parkplatz gefunden. Ich glaube, ich bin jetzt 300, 400 Meter von entfernt. Ich meine gerade dran vorbeigefahren zu sein. Zugang sieht ganz schön offen aus. Bis gleich. Leute, ich bin jetzt hinterm Gebäude. Da stehen Autos und die Eingänge da vorne, die sind voll einsichtbar von dem Haus gegenüber. Hier hinteren Bereich, Kamin. Ja, das Dach hier, das ist schon richtig eingestürzt und hier geht eine Wendeltreppe hoch. Aber hier gibt es leider keinen Eingang. Das heißt, ich muss wieder zurück und irgendwie ins Haus huschen. Ja, mal gucken, ob das was wird. Hey Leute, jetzt bin ich hier direkt in der Straße. Tatsächlich hier rein. Und was ist hier? Alles zu. Ja, zumindest haben wir noch ein paar Schränke. Ein paar alte Unterlagen von 75. Eine Heißwange. Lautsprecherbox. Ja, jetzt kann ich wieder quasi hier rausgehen. Auf die Straße. So Leute, nächste Aktion war genau spooky. Ich zeige euch gleich mal hier vorne um die Ecke durchs Fenster auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das eine... Ja, wir sind ja hier in einem Heilbad. Das heißt, viele Besucher, viele Ärzte, viele Kliniken und gegenüber ist auch irgendwas. Ist jetzt nicht privat. Da wird bestimmt eine Institution drin sein, aber die können voll drauf gucken. Gut. Ich zeige euch mal eben kurz. So, hier kann man schon ein paar schöne Bilder machen, aber mal ganz einfach um die Ecke geguckt. Ich weiß nicht, wenn da oben Wartezimmer ist oder was auch immer. Dann können die mich natürlich hier oder haben mich voll gesehen. Gut, wir starten mal ganz einfach. Ich weiß nicht, im hinteren Teil des Bereiches, ich bin jetzt nämlich vorne. Ja, ich weiß im Moment nicht, wo ich anfangen soll. Ja, wir gehen mal hier unten klein bisschen über die Tische von irgendwelchen kleinen Fläschchen über, was ist das hier für ein Heft? Goldene Regeln für Patienten mit Atemnot, Asthma. Passt zwar jetzt nicht hier zum Gebäude, aber okay. Das ist auch ein kleines Fläschchen, da vorne eine Spritze, Medikamente. Ja, und hier dieser Ofen oder dieses Gerät. Keine Ahnung, wofür das gut ist.
Na, und einmal. Und so zieht sich das letztendlich hier eigentlich durch die ganzen Räume. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt auf jedes Stück Papier hier eingeht, sieht es immer gleich aus. Ich gehe jetzt mal eine Etage höher. Hier ist so eine rote Gotte. Ich hoffe, dass die Treppe mich hält. Oh, alter Verwalter. Da ist nichts mehr mithalten. Bei der Stufe muss ich aufpassen. Die sehen alle schon so ein bisschen komisch aus. Naja. Ja Leute, ich hab's geschafft. Eine Etage höher zu kommen. Und eigentlich sehr helle Räumlichkeiten. Und wenn man mal guckt, das ganze Ding, das geht nochmal 2 Stockwerke höher. Also ich muss sagen, gut, es ist alles durcheinander geschmissen. Hier sind auch einige Graffitis zu sehen. Aber so eine große Zerstörung, Vandalismus kann man eigentlich nicht sagen. So, jetzt noch mal kurz hier, freier Einblick. Und das ist doch schön. Der steht hier oben in der ersten Etage. Wahnsinn. So Leute, gerade ein paar schöne Bilder gemacht. Skier stehen hier an der Wand. Also wir sind hier im Raum mit dem... Ja, ihr seht, drüben ist ein Hotel, wenn ihr mal durch die Scheiben guckt. Hier in dem Raum mit dem Flügel. Da hinten gehen wir gleich rein. Decken, ja, sind da. Da ist eine alte Holzdecke, die kommt so langsam runter. Das gucken wir uns aber gleich an. Da löst sich oben auch schon der Putz letztendlich. Dass man nur noch das Stroh sieht. Und hier wieder ein paar Bücher. Ja, ich muss wirklich sagen, dadurch, dass das hier wirklich so eine extrem exponierte Lage hat, also von allen Seiten sind irgendwelche Straßen, rechts und links rundherum wohnen irgendwelche, sieht das hier mit der Verwüstung doch noch recht gut aus. Klar, Verfall, die ganzen Tapeten kommen runter, es liegt hier alles auf Erde, an Papier und so weiter. Aber wenn man mal guckt, ich habe schon mal einen anderen Flügel gesehen, der ist nach und nach mehr oder weniger hingerichtet worden. Also da steht der für seine Jahre noch sehr, sehr gut da. So, draußen habe ich den Müllabfuhr oder irgendwie einen Getränkelieferanten gesehen, der hier nebenan direkt, also von mir aus, 5 Meter entfernt steht. Das ist schon heftig. Ja, hier haben wir eine Feuerstelle, einen Kamin. Da drüben dieser schöne alte Schrank. Ist doch sowas wert ist, wenn der noch gut aussieht. Also für mich ist der jetzt letztendlich auch so ein bisschen hingemacht worden, weil die Glasflügel sind rausgenommen worden. Ja, ich gehe mal davon aus, dass von oben Feuchtigkeit gekommen ist und das ganze Ding dann zusammengesackt ist. Aber zumindest sind noch ein paar Bücher drin. So, und weiter geht's in den nächsten lichtdurchfluteten Raum. Wo man natürlich einen schönen Blick nach draußen hat. Da oben diese Blümchentapete, Sitzbänke. Das hier vorne weiß ich gar nicht, was das ist. Ja, auch eine Art Schrank. Da hinten ist eine Kühlbox. Hier liegen auch Bücher. Schon wieder eine Lautsprecherbox. Keine Ahnung, was hier mit den vielen Lautsprecherboxen gemacht haben. Ja, und hier eine alte Tür. Wo es ja wahrscheinlich jetzt hier auf dem Balkon ging. So, jetzt will ich euch nochmal kurz zeigen, wie mittendrin wir hier sind. Nur da unten mal guckst, dann nimm ein Auto. Da ist ein Sohn mit seinem Vater, behaupte ich jetzt mal, die hier Auto geparkt haben im Hinterhof, obwohl vorne dran steht, Zufahrt verboten, privat und was weiß ich, alles Mögliche. Aber ja, hier stehen 7 Autos auf dem Hof. Alter Verwalter. So, jetzt gehen wir hier mal den Gang entlang. Dann kommen wir nämlich wieder zum Flur hier vorbei an den alten Schränken. Ja, und Infos zum Gebäude. Schaut euch den Film bis zum Ende an. Da werde ich ein klein bisschen was zu schreiben.
Also ich kann euch eins sagen, diese Location läuft unter mehrere Namen. Insgesamt sind es, glaube ich, drei, die ich jetzt so kenne. Und ja, ich sag mal, die letztendlich hier das Video sehen, die wissen ganz genau, wo ich bin. Aber zum Schutz des Objektes bleibt es natürlich geheim, wo es ist. Ich habe gerade schon gezeigt, wir sind hier im Küchenbereich. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Privatküche ist, weil die Herrschaften, die haben ja auch im Haus gewohnt. Oder ob das jetzt für die Patienten, die vielleicht auch hier irgendwie untergebracht worden sind, gewesen ist. Also es ist jetzt eine normale Küche, jetzt nicht riesengroß. Aber das kann ich euch jetzt im Moment gar nicht sagen. Schränke mit Inhalt. Kleiner Abstellraum, hier quasi im Rücken der Küche. Hier ist nochmal ein Fenster nach draußen. Das hier, ja, was könnte das sein? Fernmeldetechnik, irgendwie sowas in Richtung Telefonanlage. Ja, und hier geht wieder eine schöne Wendeltreppe nach unten. So, jetzt haben wir hier einmal den Rundgang gemacht. Hier vorne die unterste Kappe. Die war ja mit Teppich belegt. Und hier geht es jetzt tatsächlich, naja, ich wollte schon sagen, eine Marmortreppe. Es ist auch eine Holztreppe. Aber sie sieht noch recht gut aus. Ich hoffe, weiter oben auch. So Leute, hier wird es jetzt ein bisschen gefährlich, weil, wie ihr seht, hier ist der Boden schon durch. Aber was ich euch noch sagen wollte, in anderen Locations sind die ganzen Geländer nach so langer Zeit bereits rausgerissen. Hier sind sie noch dran und man kann gesichert die Treppe hochgehen. Ja, denn wenn wir uns mal ganz vorsichtig hier, ich weiß nicht, wie weit wir auf diese Etage kommen, vorschlagen. Hier ist echt jeder Schritt mit Bedacht zu setzen. Ja, schön ist tatsächlich was anders. Schubladen sind rausgerissen, auch hier. Teilweise was, aber man muss sich jetzt mal vorstellen, wie viel Unterlagen, Bücher und Unterlagen überhaupt hier im Gebäude gewesen sind. Weil es liegt immer noch teilweise was in den Schränken bzw. Regalen. Der Großteil liegt natürlich auf dem Boden. Da ist so ein alter Sekretär, wo noch ein uralter Plattenspieler draufsteht. Ja, und hier sieht man es, da liegt schon der Schutt von der oberen Etage. Ja, das ist der Verfall, der natürliche Verfall, der hier so langsam seinen Fortschritt nimmt. Nächster Raum, also ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwann mal, wo das noch nicht so aussah, sich da welche es bequem gemacht haben, vielleicht eine Overnight möglicherweise oder ich weiß nicht was. Hier steht ein alter Sessel. Auch hier, wie in dem letzten Film schon gesagt, bahnen sich hier letztendlich Wege durch diesen ganzen Rotz hier durch. Da ist der Boden auch schon wieder eingebrochen. Deswegen immer schön gucken, dass man im Türbereich bleibt. Ja, hier war mal das Bett, was sich völlig aufgelöst hat. Da sieht man noch die Federn. Das Bett ist quasi zusammengekracht. Ja, und liegt platt auf dem Boden. Da kommen am Stück die Tapeten runter. Dahinter eine Holzwand. Ist auch ungewöhnlich. Aber es ist tatsächlich so, um diesen Vorbau zu erzeugen für das Bett. Ja, der alte Schlafzimmerschrank fällt auch so lange im Auseinander und hinten sieht man noch einen kleinen ovalen Tisch. So, vom Schlafzimmer aus gegenüber das Hotel, wo jetzt gerade einer die Treppe hochgeht. Ich weiß nicht, ob die mich sehen, wenn da jetzt einer hier direkt reinguckt, zu einer Veranda. Ja, wo viel Müll rumliegt und ja, aber der Ausblick, der ist natürlich fantastisch. Da hängt sogar noch eine schöne Lampe, die nicht beschädigt ist.
Badezimmer anschließend hier. Das riecht hier sogar noch nach Zahnpasta. Jetzt guckt euch das mal an. Also Leute, ich muss wirklich sagen, das ist schon faszinierend, was man trotz ja dieser Verwüstung, wie auch immer man das jetzt nennt, noch hier sieht. Ich bin da echt gespannt mal gleich auf den Keller, wo diese Praxis ist. Also wir sind ja hier oben in einer Wohnung, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Hier sind viele Betten, Einzelbetten, Doppelbetten, ein Badezimmer habe ich jetzt hier gesehen. Da hinten ist wieder diese Veranda. Hier oben kommt dann fürchterlich die Decke runter. Und was hier sich in dieser Etage abgespielt hat, kann ich euch gar nicht sagen. Wenn man jetzt mal ganz einfach hier die Schränke anguckt. Das sind, gedruckte Tapeten. Jetzt kein Stoff, so wie man es teilweise in Schlössern sieht. Aber hier dieser Bereich, der ist komplett. Also zumindest die Schränke und auch oben, da hat dieses am Fenster dieser Vorhang. Mit diesem rosanen Blümchenmuster mit den Rosen drauf ausgestattet. Ja, dahinter ist jetzt der Flur. Ich muss jetzt aber wieder hier zurück, weil sonst komme ich da nicht hin. Ja, hier sieht man nochmal schön von dieser Perspektive, wie der Boden hier platt ist. Und von hier oben hat man auch einen schönen Blick nach unten, wie das ganze Treppenhaus mit Papier gefüllt ist. So. Ja, die nächste Treppe, das nächste Glück. Aber ich glaube, weit werden wir da nicht kommen. Man geht hier tatsächlich überall an irgendwelchen Fenstern vorbei, wo man frei in dieses Gebäude reingucken kann. Ich bin jetzt eine Etage höher. Und ich glaube, hier brauche ich nicht viel zu laufen, weil der Boden nicht mehr der beste ist. Die Heizung hier hinter der Tür. Die fällt praktisch von der Wand. Da fällt auch alles auf dem Boden hier. Da gehe ich nicht weiter. Das ist mir zu gefährlich. Hier ist nochmal ein Badezimmer. Tatsächlich mit Badewanne. Ja, und hier sind diverse Räume. Hier oben geht zum Speicher. Ich gehe jetzt wieder runter. So Leute, hier geht es jetzt einmal direkt hier an der offenen Stelle vorbei. Ich will jetzt in den vorderen Teil bzw. im hinteren Teil des Gebäudes, um zu gucken, ob es hier irgendwo in die Behandlungsräume geht. Ja, wie ihr seht, hier ist diese kleine Wendeltreppe, die hätte ich auch gerade runtergehen können, dann wäre ich nämlich auch hier gelandet. Aber das weiß man halt vorher nicht. Von irgendwelchen Lampenschirmchen schmeißen wir nochmal kurz einen Blick hier in diesen Raum rein. In der Bibliothek tatsächlich habe ich bis jetzt in der Form so auch noch nicht gesehen. Heftig. Schwarzschimmel an den Wänden und ja, die Spinnweben an den Fenstern und darunter die ganzen Akten. Ja Leute, jetzt kommt der spannende Teil. Einmal hier die Treppe runter. Und wieder direkt hier einsichtig am Weg vorbei. Oh, hier wird's dunkel. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass hier ein Behandlungsraum ist. Hier steht die Heizung. Da vorne ist die Treppe. Gerade war ich schon mal rechts und links in Lagerräumen drin. Und hier hinter geht es in einen Bereich mit Weinregalen. Weinregale, wo unten noch die alten Flaschen liegen. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden. Hier ist so ein Wägelchen.
hier auch Waschbecken. Da ist die Bibliothek, da war ich gerade drin. Das habe ich hier gerade schon gesehen, aber da vorne durch die Tür, das sieht nach Medizin aus. Ja, im Endeffekt ist es dieses Zimmer hier. Da oben sind noch irgendwelche Umlenkrollen, wofür die sind, das weiß ich nicht, aber ich muss ja aufpassen, weil hier der Boden total marode ist. Da steht halt dieser, ja, Gynäkologenstuhl. Ich kann ja mal ein klein bisschen Licht machen, weil die Fenster sind zu. Ja, dahinter ist noch ein Regal, da sind noch ein paar Fläschchen drin. Ansonsten ein paar Geräte. Ja, Waschbecken, der Raum ist gefliest. Und hier auf dieser Seite, ja, Abstellflächen für irgendwelche Sachen, Tupfer, Medikamente, was auch immer. Hier oben sieht man auch noch Tabletten und so einen komischen, ja, Mess, so eine komische Messvorrichtung. Und hier im Schrank, überall liegen hier Unterlagen auf dem Boden. Und hier im Schrank sind noch ein paar alte Apothekerfläschchen drin. Ja, eigentlich dieser Bereich, wo es so viele schöne Bilder gibt von diesen, Behandlungszimmer, ja, ist nicht mehr viel zu sehen. Selbst hier im Nebenraum ist noch alles zusammengestellt. Und ja, mit Papieren, Teppichen und irgendwelchen Klamotten übersät der Boden, wo man drüber geht, hier ist die alte Waage, wo ich gerade schon mal war. Ja, eigentlich bin ich jetzt am Ende des Videos. Nichtsdestotrotz eine spannende Location. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, glaube ich, eine Stunde hier drin gewesen. Es gibt noch ziemlich viel zu sehen, auch wenn es hier wirklich chaotisch aussieht. Aber eine reine Zerstörung kann man jetzt hier eigentlich gar nicht sehen. Das ist Verfall. Klar, dass hier und da mal irgendwelche Türen rausgenommen worden sind, zur Seite gestellt. Aber ansonsten, wenn man ganz einfach hier rumguckt, es ist, die Schränke sind rausgewühlt, ist klar. Ja, schade, dass das Behandlungszimmer jetzt nicht mehr so spannend und spektakulär war. Also für alle, die hier vorhaben, nochmal hinzugehen, die wissen dann mit diesem Video, was ihr hier erwartet. Aber ich sage euch nur eins, seid vorsichtig mit dem Einstieg. Also nachts ist natürlich total blöd, weil rechts und links Hotels sind, die können euch sehen. Und der abends Taschenlampe hier drin ist ganz doof, ganz einfach. So, ihr müsst ganz einfach gucken, dass ihr euch nicht erwischen lässt, so wie sich das gehört, für einen vernünftigen Urwüchser. Ungesehen rein und ungesehen raus und nichts anfassen, nichts mitnehmen, nichts verändern. Und dann stimmt die Sache. So. Ich hoffe, ich gucke jetzt gerade hier mal in dieses schöne Klo rein. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen und Like da, würde mich freuen. Und ja, dann sagen wir ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Ciao.